kriegen wir unser neues Boot. Ganz schön nervös. Wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich ihm nicht geglaubt. Druckbetankung. Weil ich mit dem Boot noch gar nicht gefahren bin. So, wir haben jetzt gepackt, wie für, weiß ich nicht, eine ganze Weltreise. Wir fliegen jetzt nach Genua und fahren dann weiter mit dem Zug nach Livorno und morgen ist Übergabe vom Boot. Und das ist ein bisschen aufregend jetzt. Wir sind auch ganz schön nervös. So. Wir sind gerade in Genua gelandet und hatten jetzt hier am Bahnhof ein Erlebnis. Wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich ihm nicht geglaubt. Wir sind mit dem Bus vom Flughafen hierher gefahren und Marion hat im Bus bezahlt mit der Kreditkarte über das Smartphone und wir haben natürlich kein ausgedrucktes Ticket bekommen. Und als wir hier steigen, steht die Policia Municipale da, also das Ordnungsamt, und fragt nach den Tickets. Hatten wir natürlich nicht. Sollten wir Strafe bezahlen pro Person 40 Euro plus Fahrkarte 6 Euro. Angeblich ist die Kreditkarte ungültig gewesen, was nicht ist, weil damit zahle ich ja alles und habe ich eben auch noch Kaffee bezahlt. Und dann sagt er, Cash oder Kreditkarte? Und dann sage ich zu ihm, ja, aber meine Kreditkarte ist doch ungültig. Wie soll ich denn mit Kreditkarte bezahlen? Hat er mich ganz blöd angeguckt, weil ist ja nicht ungültig. Ganz merkwürdig. Da haben wir lange hin und her rumdiskutiert. Ich wollte zwischendrin schon zweimal gehen, habe gesagt, komm Marion, wir gehen jetzt. Und dann irgendwann habe ich mir das aber anders überlegt und habe mir die Nummer aufgeschrieben. Die hatten die offiziellen Plaketten umhängen, habe mir die Nummern aufgeschrieben von ihm und ihr und habe ihnen dann das Bargeld in die Hand gedrückt, also 100 Euro, und habe gesagt, ich möchte aber eine Quittung haben. Dann haben die angefangen, beide in ihre Geräte einzutippen. Und währenddessen sagt sie zu ihm, du, die haben unsere Nummern. Und dann haben sie beide aus den Geräten die Akkus rausgenommen, haben auf den Reset-Knopf gedrückt, haben den wieder zusammengebaut, haben uns das Geld wieder in die Hand gedrückt und haben gesagt, tschüss. Gerät geht angeblich nicht, ihr könnt jetzt gehen, tschüss. Also echt unglaublich. War vorhin so aufgeregt, ich muss mich erstmal wieder beruhigen. So, wir sind auf dem Boot. Die erste Nacht ist rum. Wir haben gestern nicht mitgefilmt, weil das irrsinnig viele Eindrücke waren und wir einfach total platt waren. Es war gestern noch Übergabe und... Ja, das war Druckbetankung pur. Hier nochmal und da und ach übrigens und da ist noch und hier und ach schau mal hier und ach, guck mal. Und da brauchst du noch einen Trick und hier ist das Knöpfchen und das ist da hinten im Schrank versteckt und ja. Ja, und die Hälfte schon wieder vergessen. Ja. Wie das so ist. Aber das ist normal. Das gehört dazu. Ja. Es fühlt sich sehr gut an. Ich muss gestehen, das ist noch nicht meins irgendwie. Das ist irgendwie, als ob ich zu Gast wäre. Der Hafen ist unruhig. Also wir haben viel Schwell hier und es ist eine Partyzone nachts. Aber ansonsten... Unsere Pläne oder unsere Vorstellungen. Also wir fahren das Boot ja nach Barcelona, um umzuziehen. Weil hier ist das auch einfach, Italien ist einfach unbezahlbar. Wir haben ein paar Häfen angefragt und das macht alles gar keinen Sinn. Und wir fahren jetzt nach Barcelona, haben 3 Wochen ungefähr Zeit. Und dann werden wir in Barcelona in Ruhe, wir haben einen Liegeplatz schon im gleichen Hafen, in Ruhe umziehen und Dinge installieren auf dem neuen Boot so und das fertig machen, dass wir im Frühjahr dann starten können. So ist die Vorstellung. Und jetzt sieht das erstmal so aus, dass der Wind uns
wahrscheinlich heute nach Elba trägt. Zumindest in die Richtung, bis hin werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Nö. Ja, wir wollten es langsam anfangen. Heute ist relativ guter Wind. Wir wollten eigentlich uns 2-3 Tage Zeit lassen, aber weil der Wind gut, aber trotzdem relativ mild ist und achterlich ist, haben wir uns entschlossen, wir fahren heute los. Wir können an der Küste an 2-3 Stellen ankern, immer so in 20 Meilen Abstand. Das heißt, da sind wir auch entspannt. Jetzt haben wir also noch Zeit, ein paar Sachen vorzubereiten. Das haben wir auch noch zu tun, bevor wir ablegen. Wir haben gestern Wasser vollgetankt und es gibt ja diesen Stab, der rauf und runter wandert. Am Ende haben wir immer noch viel Druck drauf gehabt und dann spritzt das oben aus der, wo die Stange einfährt, spritzt das Wasser raus. Das war dann natürlich ein bisschen Alarm. Wir haben genug Diesel an Bord, wir haben eingekauft gestern, also wir können dann auch langsam los. Aber es sind noch 2-3 Kleinigkeiten an Bord zu machen, bevor es losgeht. Genau. Vor allem müssen wir die kleines Déjà-vu, die Ausholeleine tauschen. Haben wir bei der Riva ja auch deutlich gemacht. Ich habe Telefon. Flo. Flo, willst du bestimmt den Christoph gratulieren? Ja, schaukelig und laut. Schaukelig und laut. Es ist hier in der Marina ist, weiß ich nicht, Party. Ja, da war ich Remi Demi. Welche Zange jetzt einigermaßen geht. Ich habe ja nicht mein Werkzeug, ist alles ein bisschen verrostet. Wir haben jetzt hier zum Glück ein ganz einfaches System. Der Schlitten ist festgemacht, geht hinten über eine Rolle am Ende vom Baum, geht hier vorne über die Rolle, wo der Motorantrieb ist und dann geht dann wieder auf den Schäkel direkt am Schlitten. Und das ist halt zum Glück jetzt relativ einfach. Ich brauche jetzt hier eigentlich nur Schäkel lösen, Schraube rausmachen und an die alte Leine die neue Leine dran machen und dann kann ich es durchziehen und dann wird die erstmal provisorisch, wir haben kein Nähzeug und nix, halt mit Palsdegen festgemacht. Das heißt, der dreht sich. Also hier wird die eine Leine, die befestigt und das andere Ende wird praktisch auch hier am Schlitten befestigt. Und sobald der Motor zieht, wird an dieser Leine gezogen. Das heißt, der Schlitten bewegt sich nach achtern und genauso, wenn er sich in die Richtung bewegt, dann wird der Schlitten wieder nach vorne gezogen. Das ist eigentlich die ganze Mimik dahinter. Marion witzelt immer, dass es ein Altmännerboot ist und dass ich ja jetzt ein alter Mann bin und deswegen darf ich jetzt auch Knöpfchen segeln. Weil hier ist ja, die Segel sind elektrisch, ausholen, einholen ist elektrisch und ich bin jetzt auch ein Knöpfchensegler. Ankerwaschanlage. Genau, weil tatsächlich das Boot hat eine Ankerwaschanlage, so absurd das auch ist. Also absurd, aber praktisch, ne? Du fandst das cool. Natürlich finde ich das cool. Ich finde Spielzeug immer cool. Bin ja ein großes Kind. Wir haben jetzt keinen. Es gibt ja so Gasbrenner, um Speisen zu flambieren, so kleine. Den habe ich jetzt nicht mit. Damit würde es besser gehen, weil der geht nicht aus vom Wind.
Da kann man die Flamme auch genau platzieren. Aber das reicht jetzt, glaube ich. Ist ja nur ein Provisorium. Und nichts hält länger als? Das Provisorium. Eben. Top. Leine ist drin. Gut. Fertig? Ja, fertig. So, wir sind jetzt soweit und ich bin echt ganz schön nervös, weil ich mit dem Boot noch gar nicht gefahren bin. Also ja, ich habe es mal gesteuert draußen, aber hier das mit den Joysticks, ich weiß nicht, wie der Schraubenstrom, habe ich gerade getestet, aber ich habe es noch nicht gefühlt beim Fahren. Und wir haben jetzt ein bisschen Wind von Backbord. Das heißt, der Bug drückt uns dann rüber. Das ist schon mal ganz gut, weil wir müssen in die Seite raus. Es ist frei, gegenüber die Doppelbox ist frei. Das heißt, da habe ich auch noch ein bisschen Raum. Und ja, es müsste eigentlich jetzt alles klappen. Sind wir soweit, Marion? Ja. Gut, dann bitte Vorleinen. Also Marion löst jetzt die Vorleinen. Dann die Achterleinen und dann geht's los. Marion kurz bei der Leine vorne helfen. So. Marion löst die Backbord-Vorleine. Wir sind jetzt mit beiden Vorleinen los. Okay. Nee, das wird passen. Nimmst du die Laufbänder bitte? Ja. So, wir sind jetzt frei. Ich gebe vorwärts. Ja. So, wir fahren.
sieht hier nicht so richtig gut raus aus dem Cockpit. Mal zur Seite. So, jetzt habe ich aber Blick. Ich sagte gerade, es läuft sich viel besser als auf der Riva, weil du hast halt ein Laufdeck und du hast Platz. Und das war ja für mich immer so ein bisschen, ich habe ja Höhenangst, merkwürdigerweise. Aber lässt sich nicht ändern. Und das war immer so ein bisschen schwierig. Und das ist hier jetzt natürlich ein ganz anderer Platz. Ja. Darf nur der Französisch kann. Also es ist tatsächlich so, wir müssen noch unter französischer Flagge laufen, weil die Deutsche noch nicht registriert ist. Also ihr habt ja in der Eingangssequenz gesehen, wir waren mit ganz schön viel Gepäck unterwegs und das hatte auch mehrere Gründe. Wir wussten ja, was es an Bord gibt und das, was es an Bord gibt, war gar nicht so viel. Also es gab keine ordentlichen Rettungswesten, es gab nur Feststoffwesten. Also haben wir unsere Rettungswesten mitgenommen. Da wir allerdings auch jetzt nicht sicher waren, ob wir die durchs Gepäck durchbekommen, haben wir die Patrone rausgedreht und beschlossen, uns in Livorno vor Ort einen Händler zu suchen, der uns neue Patronen verkauft, was übrigens auch sehr gut funktioniert hat. Also wenn ihr euch mal unsicher seid, nehmt lieber die Weste ohne Patronen mit. Es gibt die Patronen auch zur Not bei Decathlon und Decathlon gibt es fast überall. Also gibt immer eine Möglichkeit. Was auch nicht an Bord ist oder war, ist ein AIS. Christoph hatte an der Arriva noch das AIS ausgebaut, hat das auch mitgenommen. Natürlich entsprechende Kabel und was man so alles braucht auch noch. Auch das hat unser Gepäck ganz schön voll gemacht. Und wir waren natürlich eingerichtet auf sämtliche Wetterlagen, die hätten kommen können, also Ölzeug, Stiefel. Und wir mussten ja am Golf de Lyon vorbei und da ist ja mal von jetzt auf nachher zack ein Mistral da. Und deswegen waren wir also mehr als übervorsichtig ausgestattet. Das Dinghy hatte noch gefehlt. Wir wollten eigentlich, wenn wir losfahren, gleich ankern, wenn es irgendwie geht. Und dazu ist uns als allererstes aufgefallen, das Ding hier ist kaputt. Wir haben das in Livorno nochmal auseinander
gelegt und versucht, das zu reparieren. Aber nein, es war tatsächlich kaputt. Und ich hatte vorher auch versucht, ein neues Dingy dorthin zu organisieren. Das hat aber leider aus Zeitgründen nicht mehr geklappt. Und das zweite Thema, was mir auch ganz wichtig war zum Thema Ankern, war der Anker selbst. Hier ist ein relativ, also die Erstausstattung an Bord ist aber ein QCR-Anker, also einer mit Gelenk vorne, der klappt sich weg oder hält aus meiner Sicht auch nicht so gut. Und da wollte ich ursprünglich dann auch noch einen großen, guten Mantus noch bestellen, aber auch das hat leider nicht geklappt. Von daher war, ja, da so ein bisschen Unsicherheitsgefühl von da. Und das war natürlich ein bisschen doof. Also ich habe auch das AIS nicht zum Laufen bekommen. Das heißt, wir hatten nur Radar, wir hatten keinen Dinghy, wir hatten einen schlechten Anker. Das war nicht so eine ganz gute Ausgangssituation, finde ich. Aber unsere Westen mit dem... Oh. Genau. Also wir hatten ja gestimmt, wir hatten in der Rettungsweste haben wir ja eine EPIRB drin, beziehungsweise eine kleine AIS-EPIRB. Und das war schon mal dann nicht verkehrt. Und was auch noch im Gepäck drin war und auch nicht ganz klein und ganz leicht war, war, ich wusste, es gibt einen Werkzeugkasten, hatte auch einmal reingeguckt, aber wenn es hart auf hart geht, hätte man damit nicht viel anfangen können. Also ich habe dann noch einen Multimeter eingepackt und Schraubenschlüssel und naja, was man halt so braucht oder glaubt zu brauchen. Und damit war das Gepäck dann groß und schwer. Genau, wir waren ja eingerichtet auf bis zu 3 Wochen Fahrt. Vielleicht ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass wir direkt gleich losgefahren sind, ohne uns einzufahren. Ja, stimmt. Wir haben eine Nacht ja auf dem neuen Boot geschlafen, auf der La Licorne, und haben uns gleich gut gefühlt. Wir haben immer mehr den Eindruck gehabt, das Boot ist so einfach konstruiert, so intuitiv zu bedienen. Also auch zum Beispiel, wo sind die Seeventile? Ist genau dort, wo du sie erwartest und so weiter. Und nur 3 Stück. Und nur 3 Stück, genau. Sodass wir eben dann den Eindruck hatten, ja, das wird schon funktionieren. Und dann hatten wir ja gesagt, also ursprünglich hatten wir vorgehabt, wir bleiben in Livorno, weil da ist der Hafen zum einen bezahlt, dort liegt auch das Boot, und fahren so 3-4 Tage raus, machen Segelmanöver, machen Hafenmanöver, fahren wieder rein, sodass wir uns praktisch an das Boot so langsam gewöhnen können. Wollen einmal ankern, vielleicht auch vor Anker übernachten und dann wieder reinfahren, so solche Sachen. Und hatten aber dann den Eindruck, wir haben zum einen einen tollen Wind Richtung Elba zu fahren. Das ist vielleicht erstmal die falsche Richtung, aber da gibt es auch Möglichkeiten zu ankern. Und wir haben auch, glaubten wir, einen linken Wind. Ja, es hat sich einfach richtig angefühlt und der Hafen von Livorno hat sich falsch angefühlt. Ja. Das war unangenehm, es war nicht schön, es war schwierig einzukaufen. Wir hatten große Schwierigkeiten, unseren Einkauf von dem Laden zum Hafen zu bekommen. Und ja, das war einfach alles, alles war nach Fahrt jetzt weg. Ja, alles war fahrlos. Ja. Und deswegen wollten wir fahren und wir hatten das Ziel, Elba und Freunde zu besuchen. Und das war ein schönes Ziel und es hat alles gepasst. Und wir sind auch losgefahren und es war keine Sekunde so, dass wir dachten, oh, das ist ein neues Boot, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wo muss ich denn hinlangen, bis das war. Vom ersten Moment an alles richtig. Warum? War alles richtig. Nee. Übrigens, Entschuldigung, das Boot heißt La Licorne. La Licorne ist tatsächlich, auch wenn es italienisch klingt, französisch und heißt übersetzt Einhorn. Das Einhorn. Wir wissen aber nicht, warum es so heißt. Genau. Es gibt die Spekulation, bei Tim und Struppi heißt der Hund, glaube ich, La Licorne, warum auch immer. Oder einer der Figuren, Der Hund heißt Struppi. Der heißt Struppi, macht ja Sinn. Gut, also eine der Figuren heißt La Licorne, also im französischen Comic. Also wenn jemand eine Idee hat, ob es da einen seefahrerischen Zusammenhang gibt, einen seglerischen, keine Ahnung, dann schreibt gerne in die Kommentare. Wer uns kennt, weiß, wir... Wir nennen keine Boote um. Wir sind mit dem Namen auch sehr zufrieden. Es wird also keine Ahnung, Arriva 2 oder sonstiges geben. Das machen wir nicht. Boote sollten, sofern es vertretbar ist, unserer Meinung nach ihren Namen behalten. Und wir finden den Namen hier wirklich schön.
Genau. Also eigentlich sind wir nicht abergläubisch, aber an der Stelle dann irgendwie dann doch. Also das Boot heißt Lalicorne seit 1992 und so bleibt es auch. Genauso wie die Arriba. Arriba hieß seit 1984 und die Arriba geht dann auch dem nächsten Verkauf. Also das reicht. Und ihr wollt bestimmt wissen, wie es nächste Woche weitergeht. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns. Bis dann. Bis dann.